Vielen Dank. Ja, danke schön, meine Damen und Herren. Ich möchte heute mal über die Vorteile von Corona sprechen. Wird ja viel gemeckert in diesen Tagen und man vergisst so ein bisschen, was das Gute daran ist. Zum Beispiel der Klimaschutz ist auf einem neuen Level angekommen, weil weniger geflogen wird. Ja, es gibt sogar Flugscham. Also Menschen, die fliegen, sollen sich schämen. Ja, also im Grunde genommen werden sie diskriminiert dafür, dass sie fliegen. Fliegen ist heute im Grunde auf einem Niveau mit in den Puff gehen. Ja, ganz weit unten. Ja, wobei früher das Fliegen teurer war als das Vögeln, heute ist es umgekehrt. Ja, Fliegen ist tabu. Fliegen ist im Grunde das neue Rauchen, was früher mal das neue Sitzen war, was davor wiederum das neue Essen war. Und in Zeiten wie diesen, in denen in Berlin nicht mal ein Flughafen über Jahre fertig gebaut wurde, vor lauter Flugscham, muss man sehen, wo man bleibt. Nehmen wir ein Beispiel des Flugscham-Opfers. Katharina Schulze, Grünen-Politikerin aus Bayern, hat es geschafft, vor einiger Zeit ihren Winterurlaub zu verbringen in den USA. Sie ist nach Kalifornien geflogen und hat dort ein Tabu gebrochen. Sie hat dort ein Eis gegessen. Sie hat ein Eis gegessen mit einem Plastiklöffel und hat davon ein Foto gemacht, das sie bei Instagram gepostet hat. Das wiederum hat einen Shitstorm gegeben, und zwar von den Fridays for Future, von den eigenen Leuten, von der FDP. Von der FDP, wirklich wahr. Und zwar hat der bayerische FDP-Fraktionsvorsitzende dieses Foto gesehen und hat anschließend ein Foto seines Winterurlaubs in Bayern mit einer Pfandbierflasche in der Hand gepostet. Ein FDP-Mann, der sich zum Klimaschützer aufschwingt. Das ist so absurd wie ein Chorleiter der Regensburger Domspatzen, der sich für Kinderrechte einsetzt. Ja? Aber wir wissen, Fliegen ist tabu. Und natürlich ist es ein Problem. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das Perverse ist doch nicht, dass Menschen zum Beispiel übers Wochenende 2 Tage nach London fliegen oder 3 Tage nach Barcelona. Das Perverse ist auch nicht, dass Menschen nach Asien fliegen oder nach Australien, weil sie die Welt kennenlernen wollen. Wenn ich Bauer sucht Frau gucke, möchte ich jedem Zweiten ein Flugticket nach Kambodscha zustecken, damit er mal ein bisschen was über den eigenen Tellerrand raus wahrnimmt. Das Perverse ist, dass Fliegen nach wie vor staatlich alimentiert wird. Dass es nach wie vor günstiger ist, von Berlin nach Stuttgart zu fliegen oder von Hamburg nach Zürich, als dahin mit dem Zug zu fahren. Dass Fliegen nach wie vor alimentiert wird, indem der Staat freiwillig auf die Mehrwertsteuer bei Auslandsflügen verzichtet. Dass Fliegen alimentiert wird, indem es nach wie vor keine Kerosinsteuer gibt. Das ist das Perverse. Und deswegen sage ich, führt eine Kerosinsteuer ein, führt eine CO2-Steuer ein, führt alle möglichen Steuern ein, führt Steuern ein auf Luxuspanzer, die durch die Innenstädte rollen, tut das alles. Aber macht wieder Klimapolitik und hört auf, Moral zu machen anstelle von Politik. Moralpredigten bringen keinem was. Und das letzte Mal, als ich wirklich Flugscham hatte, das war, als Horst Seehofer an seinem 69. Geburtstag 79 Abschiebungen gefeiert hat. Das war ein Moment für mich, Flugscham zu haben. Und was noch viel schlimmer ist als das Fliegen, ist übrigens das Fliegen mit Kindern. Und wisst ihr, was noch schlimmer ist als Fliegen mit Kindern? Kinder haben. Das ist richtig pervers. Kinder haben ist für die Umwelt die absolute Hölle. Jedes deutsche Kind hat im Schnitt eine CO2-Bilanz von 50 Tonnen im Jahr. Jedes einzelne deutsche Kind. 50 Tonnen. Ich bin für eine Kinderobergrenze in Deutschland. Ich bin dafür, dass es einen Produktionsstopp gibt. Gut. Kinder, die schon im Umlauf sind, dürfen das weiter bleiben, müssen aber nachgerüstet werden mit einer Schadstoff-Software und überhaupt ein Software-Update muss durchgeführt werden, dann ist es okay. Aber in Zukunft muss Schluss sein. Ein deutsches Kind hat einen Ressourcenverbrauch von 30 afrikanischen Kindern. Das liegt schon an den ganzen Anziehsachen mit irgendwelchen Tieren drauf, die vom Aussterben bedroht sind. Das hat so ein afrikanisches Kind gar nicht an, kann es auch gar nicht, weil es die Klamotten ja erstmal selber zusammenflicken muss bei 60 Grad in der Wellblechhütte für 50 Cent am Tag. Ne? Und deswegen sage ich, Schluss mit dem Kinderkriegen. Jedes Dinosaurierbuch sorgt doch für eine Abholzung von Wäldern in der Größe mehrerer Phantasialänder. Deshalb sage ich, Schluss mit der Kindszeugung. Weg damit. Ein für alle Mal Schluss. Jedes Kind, das nicht geboren wird, hilft uns, den Planeten zu retten. Denn wirklich, richtig, bedingungslos gute Menschen sind wir erst dann,
wenn es die Menschheit gar nicht mehr gibt. Dankeschön. Boah, war schon witzig. Übrigens, davon gibt es noch mehr, wenn Sie das hier abonnieren. Also, drücken! Ich muss mal aufs Klo.